Willkommen zum neuen Video, zum ersten Halloween-Special dieses Jahr. Wie ihr im Intro vielleicht schon gesehen habt, schminke ich heute für euch Valak, also den Dämon von The Nun. Ich persönlich habe den Film The Nun noch nicht gesehen, will aber unbedingt. Ich bin so gehypt drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ein ziemlicher Fan von der Conjuring-Reihe. Und in Conjuring 2 habe ich Valak das erste Mal gesehen und dachte mir so, die muss ich nachschminken. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt drehe ich für euch das Valak-Tutorial ab. Habt ihr den Namen schon im Kino gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann würde ich euch jetzt schon mal bitten, wenn euch der Look gefällt, einen Daumen nach oben zu geben, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und das würde mich auch sehr unterstützen, wenn ihr das Video teilt. Ich hatte bei diesem Video ein bisschen Unterstützung. Und zwar wurden mir einige Produkte zugesendet. Und zwar von Maskworld. Die haben mir ein bisschen ausgeholfen. Und zwar mit einer Nonnenkappe. Das ist einmal das hier, diese coolen gelben Kontaktlinsen und Wundschorf, danke an Maskworld. Falls ihr für Halloween noch ein Kostüm sucht, könnt ihr gerne bei Maskworld vorbeischauen. Die haben nämlich ziemlich viel cooles Zeug und ich habe sogar einen 10% Rabattcode für euch. Den blende ich euch hier unten mal ein. Also wenn ihr Bock habt, bei Maskworld einzukaufen, dann gebt gerne diesen Code hier ein. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall 10% Rabatt. Genau, dann würde ich gar nicht mehr lange rumlabern, sondern würde mir schnell die Kontaktlinsen einsetzen und dann geht's los. Zuerst muss ich mal meine Augenbrauen abdecken mit Latex, weil Valak hat ja keine Augenbrauen. Aber vor Latex ist es extrem wichtig, die erstmal mit Kleber abzudecken. Da mache ich es erstmal 3 Schichten drüber. So, das pudere ich jetzt erstmal mit meinem transparenten Puder von Make-Up Factory ab. So, als nächstes nehme ich Hautkleber und klebe mir meine Valak-Nase auf, weil die Nase von Valak ist ja ein bisschen länglicher und hat ein bisschen extreme Nasenflügel. Und die habe ich mir vorhin auf meinem Facecast mit Latex selber gebastelt. Und jetzt seht ihr erstmal, wie ich das gemacht habe. Zuallererst nehme ich mir mein Flüssiglatex und gebe davon ein bisschen etwas in ein Behältnis. Dann nehme ich mir so einen alten dreieckigen Schwamm und gebe davon etwas ein bisschen erstmal auf meinen Facecast auf die Nase. Jetzt nehme ich mir eine ganz dünne Schicht von einem Kosmetiktuch und lege die erstmal über das Latex drüber. Und jetzt gebe ich noch eine Schicht Latex drüber. Jetzt nehme ich mir hier so ein bisschen Bastelwatte und mache damit den Huckel der Nase und versuche die Nasenflügel ein bisschen breiter zu machen. Jetzt nehme ich hier so einen Fake-Acrylnagel und versuche damit die Nasenspitze zu verlängern. Jetzt pudere ich das Ganze mal ab, damit nichts zusammenklebt. Dafür kann man entweder transparentes Puder benutzen oder Mehl zum Beispiel. Ich benutze jetzt mein transparentes Puder von Make-Up Factory. So, jetzt gebe ich den Kleber erstmal auf meine Nase und tupfe den so ein bisschen an, bis er Fäden zieht. Das ist auch ein Bild für die Götter, ey. Und jetzt mache ich mir noch ein bisschen Latex über die Übergänge und über meine Augenbrauen. So, das ist jetzt eigentlich ganz gut angetrocknet. Und jetzt können wir erstmal mit der Base loslegen. Und zwar nehme ich das Clown White Make-up von Maron und pinsel mir damit erstmal mein ganzes Gesicht und meinen Hals ein. Falls meine Kamera jetzt nicht aufgenommen hat, was ich gerade nicht genau weiß, ich habe mir gerade mein weißes Gesicht mit meinem transparenten Puder von Make-Up Factory abgepudert und jetzt mache ich mir mit meiner Aquaschminke von Maron die Augen und den Mund schwarz. Ich sehe aus wie ein Black Metal Gothic Panda. Und jetzt versuche ich das, solange es nass ist, noch ein bisschen zu verblenden. Und mit dem Rest, den ich dran habe, versuche ich mal noch ein bisschen zu konturieren. So, Valak hat ja auch ein sehr, sehr längliches Gesicht, deswegen versuche ich
mit Konturieren, das jetzt auch irgendwie in die Form zu kriegen. So, jetzt tupfe ich einfach wahllos noch ein bisschen auf dem Gesicht rum, um ein bisschen Textur reinzubekommen. So, und jetzt mache ich mich ans Wichtigste, und zwar die Nase, weil die ist sehr, sehr, sehr dünn und lang. Und so habe ich sie zwar eigentlich auch gebaut, aber das sieht man erst, wenn es kontrolliert ist, logisch. So, und jetzt verblende ich das erstmal mit einem feuchten Blick die Blender. Jetzt nehme ich mir wieder einen ganz, ganz, ganz kleinen dünnen Pinsel, zeichne sonst die Gesichtszüge von Balak noch ein bisschen nach und diese Venen, die sie überall im Gesicht hat. Dafür nehme ich wieder das Aqua-Make-up von Maron. So, und das Letzte, was ich jetzt noch machen würde, wäre die Venen ein klitzekleines bisschen zu verblenden und die Augen und den Mund noch ein bisschen mehr mit schwarzen Lidschatten auszuarbeiten. So, ich habe mich jetzt mal an mein Kostüm geschmissen. Ich habe jetzt einfach irgendwie einen schwarzen Mantel rausgesucht und hier oben ein bisschen einen weißen Stoff zurechtgeschnitten, den mir drum gelegt und den Hals. Ja, weil ich ja leider nur die Nonnenkappe hatte. Und jetzt habe ich mit meinem Wundschurf von Maskworld noch mein Gebiss, was ich mir gebastelt habe, ein bisschen eingeschmiert. Das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Von meinen Fake-Acrylnägeln von Amazon, diese Billigteile, nehme ich mir die kleinsten. Und die schneide ich jetzt erstmal mit einer Nagelschere spitz zu. Das Zahnfleisch machen wir mit Polymorph-Plastik. Und zwar werde ich Polymorph-Plastik erstmal in heißem Wasser auflösen, es so kneten, dass ich eine kleine Reihe habe, wo die Zähne dran können. Und dann mache ich erstmal einen Abdruck von meinen eigenen Zähnen, damit ich das Zahnfleisch dann quasi ganz einfach an meine Zähne dran stecken kann und es so gut wie möglich hält. So, unten sind leider ein paar Zähne schon abgegangen, oben halten bisher noch alle. Ja, die Zähne haben jetzt nicht so lange gehalten, aber das war mir schon klar, weil diese Acrylnägel halten irgendwie auf gar nichts. Das ist mein erstes Halloween-Special für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren und gerne das Video teilen. Würde mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr helfen. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch bis dahin noch eine gruselige Zeit. Bis dann. Tschüss.